Heute hier zu Gast bei Spreekick TV haben wir Hagen Liebing, der Musikredakteur ist beim Stadtmagazin Tipp und Bassist bei der besten Band der Welt war, den Ärzten. Viele werden ihn kennen. Aber welchen Bezug er zum Berliner Amateurfußball hat, werden wir jetzt von Hagen direkt selber erfahren. Hagen, zu welchem Verein hältst du bzw. für welchen Verein schlägt dein Herz? Ja, mein Herz schlägt eigentlich schon immer für Tennis Borussia, für TB. Seit ich Schüler war eigentlich. Ja. Wie ist das entstanden? Also ich meine, das ist ja im Grunde, jeder hat mal Eltern, die vielleicht irgendwie mit einem ins Stadion gehen oder einen anderen Bezug. Gab es so irgendein auslösendes Ereignis? Ja, gab es durchaus. Also ich bin ja so in den 60er Jahren geboren. Also zunächst, ich komme aus Spandau. Zunächst bin ich mal zum Spandau SV vorgegangen, weil mein großer Cousin da gespielt hat. Okay. Und mein Vater ist mit mir zu Hertha gegangen, Bundesliga halt, wie alle Väter wahrscheinlich mit ihren Kindern in den 60ern gegangen sind. Mhm. Und in den 70er Jahren, wo ich dann also so als Schüler, Teenager, selber zum Fußball gegangen bin, ist 74 TB aufgestiegen in die Bundesliga. Hm. Mittlerweile hatte ich in Charlottenburg gewohnt und dann dachte ich mir, hey, die kommen ja aus Charlottenburg, du wohnst in Charlottenburg, da musst du mal hin. Und ich hatte ganz schnell das Gefühl, dass sich da die Leute getroffen haben, die so ein bisschen ähnlich weg waren. Lange Haare hatten, irgendwie so eher so links eingestellt waren unter den Fans. Ja. Und ja, da bin ich geblieben. Gab ja eine turbulente Geschichte im Grunde seitdem dann auch. Also die Anfangsjahre, dann gab es aber auch mal die Göttinger Gruppe zwischendurch. Und trotzdem sind die Fans bis heute dem Verein treu geblieben. Wie kannst du dir das erklären? Puh, ja, wie kann man das erklären? Also eine Treue zum Verein, die ist ja eigentlich nicht unbedingt an Funktionäre gebunden oder an Sponsoren, sondern die ist ja irgendwie an das Gesamtgebilde und die gesamte Geschichte des Vereins gebunden. Also es ist zum Beispiel, jedenfalls ist es so bei mir, ja, also diese ganze Tradition, die bei Tennis Borussia dahinter steckt. Und dann kommt natürlich auch dazu die Lebenszeit, die man da verbracht hat. Also in meinem Fall sind das jetzt über 40 Jahre. Okay. Ja, mal intensiver, mal weniger intensiv. Und ich habe ja auch, ich glaube, 8 Jahre lang da als Pressesprecher mich betätigt. Und da wechselst du den Verein nicht. Das wäre absurd. Wie bist du damals dazu gekommen? Ist ja auch ungewöhnlich, dass man denn da Pressesprecher wird. Das stimmt, aber ich bin nach der ersten Insolvenz dazu gekommen. Das war eine Zeit, ich glaube, es war also direkt nach dem 100. Jubiläum von TB, also im Jahr 2002, hatte TB ja seine Insolvenz bestritten. Da war man denn bei null. Da gab es nichts, da gab es für keinen was zu verdienen, sondern nur viel zu arbeiten. Und ich hatte das Gefühl, also ich habe immer mitgelitten und mitgejubelt mit TB und wollte jetzt einfach mal gucken, ob ich da auch was machen kann. Und ja, als Journalist lag mir die Pressearbeit eigentlich recht nah und bin da auch vorgeschlagen worden von den Fans und ja, wurde angenommen quasi so dieser Vorschlag und dann konnte ich mich da so ein bisschen entfalten. Okay. Wie nah ist der TB jetzt noch? Na, genauso nah wie früher. Der Unterschied ist jetzt nur, dass ich quasi ja sozusagen Fußballkonsument geworden bin. Also ich maße mir nicht an, irgendwas da bewegen zu können, sondern gehe nur hin und lass mich bewegen. Also hoffentlich positiv in dieser Saison. Hm. Wie siehst du die aktuelle Situation? Ich meine, die Chance ist ja da durchaus aufzusteigen. Neuer Investor ist da, scheint ja durchaus positive Aussichten zu geben. Bei dem Wetter jetzt heute passt das ja ideal daran zu glauben, dass das vielleicht funktionieren kann. Also ich glaube auch, dass wir in dieser Saison aufsteigen werden und ich hoffe und es muss eigentlich auch sein, weil wir haben wirklich jetzt eine lange Durststrecke in der Berlin-Liga hinter uns und also ein Verein, der immer nur auf der Stelle tritt, ist halt unbefriedigend. Gerade so ein Verein wie TB, der wirklich eine lange Geschichte hat und mit dem man so viel erlebt hat, da hofft man sich natürlich, dass wir ein bisschen höher kicken werden und ich denke mal, in dieser Saison sind die Voraussetzungen so gut wie die letzten 4 Jahre eigentlich nicht. Wir stehen ja auf dem ersten Platz derzeit und ich denke, das darf man nicht mehr hergeben. Nun habe ich ja gerade im Vorgespräch schon gehört, dass du immer noch informiert bist über die anderen Mannschaften, wenn jetzt Hertha 06 zum Beispiel gewonnen hat unter der Woche und die anderen Vereine, also du verfolgst das weiter intensiv. Wen siehst du denn jetzt noch als stärksten Konkurrenten an? Nein, den hast du gerade schon genannt. Also ich denke Hertha 06, die haben ja auch den Vorteil mitgebracht, dass sie in der Hinrunde einige Punkte am grünen Tisch errungen haben, von denen sie jetzt zehren können. Und Tasmania, die man natürlich auch im Rücken hat und die wir lange Zeit ja vor uns hergetrieben haben, die sehe ich jetzt natürlich sehr geschwächt durch den Trainerwechsel und die haben ja auch einige Spielerabgänge in der Winterpause gehabt. Das sind aber, denke ich mal, schon die beiden härtesten Konkurrenten, wobei Mahlsdorf sind ja auch nicht so weit entfernt. Ja, okay. Wann sehen wir dich wieder im Stadion? Jetzt ist ja erstmal ein Auswärtsspiel, also ich denke, man wird mich am Sonntag in Hermsdorf sehen und ich weiß gar nicht, wann das nächste Heimspiel ist. Wenn es meine Zeit, also mein Privatleben und auch das Berufsleben erlaubt, dann gehe ich zu TB, aber
anders als früher, wo ich eben quasi ein Amt hatte und wo man das Gefühl hat, ohne einen selbst geht gar nichts mehr, denke ich mal, dass TB auch gewinnt, wenn ich nur am Internet sitze und die Daumen drücke. Na, dann drücken wir mit die Daumen und wünschen alles Gute, auch Tennis Borussia natürlich und überhaupt allen Mannschaften, die natürlich dort im Kampf sind um den Aufstieg, und danken Hagen für das Gespräch heute. Sehr gerne. Schönen Tag. Tschüss.